Und damit hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Aber ein Moment hier mal, das ist ja gar nicht Gothic 2, die Nacht des Raben. Richtig, das ist nämlich eine interaktive Karte, die ich im Internet gefunden habe. Ich habe ja neulich erfahren, mehr oder weniger erfahren, oder wieder mal gelernt, dass man ja hier die ganzen lustigen Drachenwurzeln oder was fressen kann, um Stärkebonus zu bekommen. Und wollte mich eigentlich auf einen Run vorbereiten, um die alle einzusammeln und zu fressen oder für Tränke aufzubauen, je nachdem. Und dann bin ich auf diese Karte hier gestoßen und ich finde die mega nice und deswegen wollte ich euch die mal vorstellen. Was das ist, ihr seht, es ist eine interaktive Karte, wo alle möglichen Sachen aufgelistet werden, die man sich nur vorstellen kann. Von Pflanzen bis hin zu, keine Ahnung, Menschen, Waffen, die alle irgendwie rumfliegen, NPCs nach Kapitel sortieren. Kann man echt sehr viel machen. Ich weiß nicht, ob wirklich alles dabei ist, aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Richtig cooles Feature auch bei den Truhen. Hier steht, was drinne ist und ob sie geöffnet sind. Und wenn sie verschlossen sind, sind die Kombinationen dabei, die man braucht. Rechts, rechts, links, rechts, links. Das ist mega nice. Finde ich zumindest. Irgendwie so eine kleine Hilfe. Ich meine, normalerweise sind diese Schlosskombinationen sowieso nicht so derbe krass, dass man daran verzweifelt und sich umbringen möchte. Aber trotzdem eine mega nice Hilfe, finde ich. Die Karte könnt ihr kostenlos benutzen. Sie ist nicht nur für Corindis da, sondern auch für Jarkenda, das Addon-Gebiet. Sowie für die Hallen von Irdorath und für das Minental. Kann man sich dann hier alle möglichen tollen Sachen anzeigen lassen oder auch nicht. Und auch die NPCs, die hier sind, werden hier angezeigt, was man bekommen würde bei einem Taschendiebstahl, wie viel Geschicklichkeit man dafür braucht. Mega nice. Beim Händler zeigt er hier auch an, was man bei ihm bekommt. Und bei Trainern, muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier gerade einen Trainer finde. Training, genau. Ihr könnt sich dann anzeigen lassen, was der einen trainiert. Trainiere Mana, maximal 120. Auch gut, dass da steht, welches Max, das Max-Level ist, was er einem beibringen kann, weil das ist ja, ne, auch nicht unbedingt unwichtig. Auf jeden Fall eine super nice Karte. Vielen Dank, wer auch immer die erstellt hat. Achso, eine Sache noch. Es gibt ja hier die Schreine von Innos. Hier ist auch ein Video verlinkt, das ist gut. bete einmal pro Tag für 100 Gold, um eine zufällige Auswahl von Verbesserungen zu erhalten. Also das, was ich mal am Anfang, glaube ich, erwähnt habe, ist hier auch vermerkt. Das ist mega nice, der Tipp. Guckt es euch an, erkundet selbst ein bisschen rum. Mega nützliches Tool, finde ich. Ja, und das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal.